Yay! Herzlich willkommen wieder zu Let's Party Paper Mario GameCube Version 2. Zugabteil im blauen Hintergrund und ein M auf der Mütze. Oder irgendwie so habe ich das beim letzten Mal gesagt. Was gibt's denn hier? Dies ist der Gepäckwagen, Verzeihung, aber Passagiere haben hier keinen Zutritt. Okay. Tja. Was könnten wir machen? Spielen wir einfach eine Runde. Yeah! Machen wir das. Viele. Oh, was ist das denn hier? Wieder liegen wertvolle Papiere herum. Das gehört Unterlagen von vorhin. Der muss in diesem Zimmer gewesen sein. Ja, wie gesagt, spielen wir. Okay. Vielleicht gibt es ja noch einen Geist. Man kann ja nie wissen. Oh, what the fuck? Hab ich dich? Oh mein Gott, ich habe gar nicht gesehen, wie du in den Boden verschwunden bist. So ein Mist. Ihr habt mich erwischt. Komm du her. Du komm her, du kleiner. Okay, einfach, man kann sich einfach hier aufs Sofa stellen. Springe mich rein, danke. Autsch! Gelbes Licht. Du bist also der Täter. Verkleidest dich als Start, um uns zu verwirren. Und dann bestiehlst du einfach die anderen Passagiere. Hm. Alles ist genauso, wie ich es vermutet habe. Ich habe dich sofort durchschaut, dass du nicht der echte Start sein kannst. Und natürlich auch, dass du Luigi diesen Drohbrief geschrieben hast. Grog, am Bahnhof im Tulpenbach wäre ich geflogen. Ihr hättet mich niemals gekriegt. Dich als Start zu verkleiden war ein kühner und geschickter Trick. Aber du hattest Peach. Wie konntest du auch ahnen, dass ich mich in demselben Zug befinde wie du? In der Tat, meinem Superhirn entgeht nichts. Nun gut, zunächst gibst du die gestohlenen Sachen zurück. Wah, 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 wah. You got a coffer. You got a gold ring. You got some shell things. Oh, mein Koffer. Der Knallsirup. Hier, bitte. Kriegt was dafür? Das war ein sehr komplizierter Fall, aber ich habe ihn im Handumdrehen gelöst. Du hast nichts gemacht, du Spaten. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Unser Zug wird in Kürze im Bahnhof Tulpenbach erreichen. Oh, das ist schön. Tulpenbach. Mhm, ja. Tulpenbach! Das, so sieht also dieser Ort hier aus. Oh yeah. Und tschüss. Wenn ich mich von euch einsperren lasse, wird Brunn Hilda ziemlich sauer. Oh mein Gott, ist so ein Giant Rumpel. Ich habe zwar die Gestalt von Starty angenommen, aber in Wahrheit bin ich Rumpel. Eigentlich wollte ich zusammen mit Brunn Hilda Mario fertig machen. Aber da ich mich gemischt habe, bleibt mir wohl aber eine mittlere Herzflucht. Der Rest wird sich Brunn Hilda schon erlegen. Bis dann. Boah, er springt weg. Yay, und dann geben wir erstmal den beiden Ladies ihre wertvollsten Stücke zurück. So, okay. Hier hast du deine paar Ohrstecker. Ah, meine Ohrstecker, danke. Ich werde dir das hier zum Dank geben. Sternsplitter. Yay. Ich bin der Beste. So, und in Abteil 2
geben wir diese Hexe auch nochmal hier den blöden Ring zurück. Gib mir noch einen Sternsplitter. Und 30 Münzen. Geistkragen. Blöde Tusse. Kannst du mir einen Sternsplitter oder ein Insignie oder ein Sternjuwel geben? Meine Fresse, es ist zu viel verlangt. So, erstmal steigen wir hier aus und gucken, warum es nicht weitergeht. Mal sehen. Es ist ein großes Problem, hör zu. Irgendein Finsterling hat die Zugbrücke geöffnet, oh mein Gott. Und wir können die auch nicht wieder runterlassen, ne? Nein, natürlich ist das Schalter für die Brücke irgendwo ganz versteckt. Ich meine, ja, egal. Warum ist da außerdem eine Zugbrücke? Ist ja nicht irgendwie... Ja, ich mach das schon. Bahnhofschlüssel, okay, cool. Ist ja nicht irgendwie, als ob da Wasser drunter ist oder so, damit ein Boot durchfahren kann. So, mit dir will ich gar nicht erst reden. Ich will einfach nur durch. Was macht da oben mein Orden? Da komme ich nie im Leben ran. Sieht vielleicht sowas. Nee, okay. Gehen wir mal durch diese Quietschetür. So, das sieht sehr verdächtig aus. Mal gucken. Yay! Wow, da war nichts hinter. Ob da irgendwo was hinter ist. Hier noch eins. Das hat's gebracht. Okay, wie komme ich da denn wohl hin? Okay, das war schwer. Yay. Yeah. It's got a trap. It's a trap. Komm her. Yay. Yeah. Kann ich mich wieder... Ach so, okay. Und was gibt es hier oben? Noch eine Tür. Und hier auch neue Gegner. Schnell Gumbrina auswählen. No, kein Erstangriff. Oh, die haben beide einen Schwirrschwarer. Scannen wir sie erstmal. Und hier, die neue Attacke. Kraftkuss kann sie auch. Der Kraftkuss lässt Mario einmal öfter zuschlagen. Das heißt, ich tausche eigentlich Gumbrina ihre Runde mit Marios aus. Dann kann ich mit Mario zweimal angreifen. Das ist... sehr, sehr nützlich, verschwendet aber 4 BP. Aber trotzdem sehr nützlich. Vor allen Dingen, wenn man mit Mario vorher schon Power Plus gemacht hat oder sowas. Dann kann man bei starken Bossen schon leicht mal einen Power Downs machen oder ähnliches. Aber erstmal töten wir dich. Boah, warum habe ich eine Stampfattacke gemacht? Meine Fresse. Wollte ich gar nicht. Nein, er sitzt Schwirrschwein. Oh Gott, dammit. Komm, nicht trifft was. Oh yeah. Das war Geschichte. Eigentlich waren es nur zwei pissgelbe Wolken, aber okay. Stirb. Drei Gegner, ja, ihr seid drei Gegner, ja. Das kommt schon hin. So, das warst du. Drei Sternenpunkte, das ist okay. Bam! Schön, schön, schön. So, gib mir das hier. Mitten! So, oh, da kam der nicht. Okay. Ich mache hier ein Safe State. So, und jetzt wird mich jeder fragen, dass ich, ob ich das mit GameCube Emulator spiele. Nein! Ich habe es, glaube ich, schon oft beantwortet. Ich spiele dieses Paper Mario auf Konsole. Nicht, dass noch mehr fragen. So, und jetzt fährt es einmal durch, oder? Okay. Warte, ich bin nicht daneben gesprungen. Soll das denn? Okay, läuft jetzt durch? Okay, dann läuft jetzt einmal durch. Rauf. Rüber. Na, oh Gott, ist das blöd. Kann ich damit Pink hier ein bisschen
ein bisschen tricksen. Mach eine. Oh yeah, ich bin der Beste. So, komm, mach eine. Hierauf. Und dann hierauf. Wunderbar. Und jetzt hier rüber. So, und hier müssen wir mit Kupio den Schlüssel holen. Hooray! Gibt's hier noch was? Sternsplitter. Alright. So, da kann ich so runter durch. Nicht, dass es was bringt oder so. Aber ich kann es. So. Und dann könnte ich jetzt den Schlüssel da hinten einsetzen. Aber anstatt das zu machen, mache ich das beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Paper Mario und so. Denn ich bin Bridgeman. Und ich gehe jetzt zurück. Das mache ich aber offscreen. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Ich bin immer noch Bridgeman. Blark.